ein bisschen Adele, wa? Machen wir ein bisschen Adele. Ich habe jetzt erstmal ein bisschen Pause gemacht und mal ein bisschen geguckt. Ja, Adele. Adele sitzt im Wohnzimmer. Er strickt ein bisschen. Draußen ist über 30 Grad und sie denken, nee, für alte Frauen ist das nichts. Ich gehe lieber ins Wohnzimmer und stricke ein bisschen. Ja, alle anderen sind beschäftigt, die das abkönnen. Die sind draußen im Garten und sind noch ein bisschen im Gemüse. Oder die eine liegt am Kanal auf der Decke und sonnt sich. Dorothee und Henriette sind natürlich im Laden. Einer muss ja da sein. Und Adela hat gedacht, oh nee, also ich habe jetzt keinen Bock mehr. Mir ist so warm, ich kann das nicht mehr ertragen, diese Hitze. Ich setze mich jetzt ins Wohnzimmer. Du, die sitzt da vielleicht so eine Viertelstunde. Da hört sie Schritte von oben und ein leises Psst. Sie, hä? Ja, Psst. Sie guckt nach oben, Paula, Anna umran. Was ist? Komm mal schnell rauf. Ich glaube, Clara tickt nicht richtig. Was? Adele legt ihr Strickzeug weg, geht nach oben und sagt, sei mal leise, sagt Paula, guck dir das mal an, die ist doch nicht mehr ganz dicht. Ich glaube, dass es Clara ist, die diesen ganzen Humbug letzte Woche hier veranstaltet hat. Wie kommst du da drauf, sagt Adele, ja dann guck doch mal. Sie geht dann bei Paula ins Zimmer und links ist hier, sag schnell, Badezimmer. Guckt und denkt, Clara sitzt auf dem Vorleger vor der Badewanne. Und Paula, das muss ich dazu sagen, hatte immer so eine Kiste. Weißt du, ist ja noch ein junges Mädchen. Eine Kiste mit Ohrringen, Ketten, Armbänder, Ringe, alles aus Holz. Ne? So bunte Holzperlen, Spangen damit, Bänder, Freundschaftsbänder und Haarbänder und ach, weiß der Geier. So, und das hatte sie alles in dieser Kiste. Oh, und Clara sitzt davor und ordnet. Das ganze Badezimmer war voll. Auf der einen Seite lagen die ganzen Spangen, da lagen die ganzen Bänder, die Ketten, die Dings. Und Adele sagt, was machst du da? Keine Reaktion. Sie, hallo, Clara. Keine Reaktion. Paula sagt, du. Irgendwas stimmt mit der nicht. Ich glaube, wir müssen den Doktor rufen. Ach, sagt Adele, komm, hör auf. Sie setzt sich dann zu Clara auf der Erde, tippt sie so an und sagt, sag mal, geht's noch? Was tust du denn hier? Clara guckt sie an. Weiß nicht, wo bin ich? Bitte, sagt Adele. Weiß nicht, wo bin ich? Was ist los mit dir? Keine Ahnung, sagt Clara. Ich weiß nicht. Paula sagt, es ist mir zu unheimlich. Da weiß ich nicht, sagt Paula und räumt dann die ganzen Klotten wieder ein. Clara sagt, hey Adele, ich weiß wirklich nicht. Ah, sagt Adele, du, das geht so nicht. Da müssen wir aber wenigstens mal zu Frau Doktor fahren, was mit dir los ist. Ja, gut, okay. Naja, Adele sagt, du weißt du was, Clara, ich rufe da sofort an. Vielleicht können wir noch kommen. Oh, gesagt, getan. Ne? Sie bei der Frau Doktor angerufen. Und ja, kommen Sie mal vorbei. Oh, sieht dann die Clara ins Auto und dann sind die ab. Ne? Ich habe irgendwas im Auge. Dann sind die ab zur Frau Doktor. Und dann, ja, Adele hat natürlich draußen gewartet. Ne? Clara dann rein zu der Ärztin und dauerte so ein Viertelstunde, 20 Minuten, dann kommt die Ärztin mit Clara wieder raus und sagte, ah, unsere Clara, sagte die Ärztin, zeigt Anfänge einer Demenz. Och nee, sagt Adele, sagt Nöne. Ja, und Clara ist am Weinen und Adele nimmt sie in den Arm und sagt, Clara, nun mach dir doch keine Sorgen. Das wird doch noch ganz lange dauern, bis du nicht mehr. Ja, sagte die Ärztin dann, das kann schnell, das kann aber auch langsam. Und wir wollen mal gucken, wie wir das alles so hinkriegen. Ich betreue sie ja weiterhin. Und ja, sagt Adele, wir sind ja auch noch da.
Gut. Und Clara will nicht aufhören zu weinen. Adele sagt, komm, wir fahren nach Hause, wir erzählen den Frauen das und wir werden schon was finden. Wir lassen dich nicht im Stich. Alles wird gut. Ja, zu Hause angekommen, ne? Die Frauen warten alle, alle sitzen in der Halle am großen Tisch. Und was ist denn jetzt los? Ja, sagt, ne? Und dann Dorothee nimmt Clara gleich in den Arm und sagt, was hast du denn? Ne? Bist du schwer krank? Und Adele dann unsere Clara, weil Clara konnte gar nicht sprechen. Unsere Clara hat zeigt Anzeichen einer frühen Demenz. Och, alle sind um Clara dann besorgt und sieht's. Und wir schaffen das und wir machen das. Nun mach dir keine Sorgen. Wir haben gesagt, als wir hier eingezogen sind, alle, wir halten alle zusammen. Niemand wird in den Stich gelassen und alle kümmern sich um denjenigen, wenn er krank ist. Gut, ich habe eine Baustelle vor der Tür, ihr hört das, ne? Ja, es hatte sich alles ein bisschen beruhigt. Und Adela hatte schon im Internet geguckt, an welche Stellen kann man sich wenden, wo bekommt man Hilfe, damit man überhaupt weiß, wie man mit demenzkranken Menschen umgehen kann. Clara war wieder völlig normal. In den nächsten Tagen, das merktest du gar nicht, ne? Die ging wieder in ihren Garten, die lachte, die machte ihre schönen, die kann ja diese tollen Spitzen machen. Die macht ja Spitzen, das ist ja Spitzentücher, das ist ja wirklich eine Sensation. Ja, so 2, 3, 4 Tage ging das gut, alles war in Ordnung, die Frauen lachten, die Frauen freuten sich und alles ging so seinen Weg. Und einen Morgen, Adele guckte aus ihr Flurfenster, weil sie auf den Postboten wartete wegen einem Paket. Und dann guckt sie, die haben ja so einen großen Teich vorne vor der Tür. Und dann guckt sie und dann denkt sie, was ist denn das da im Wasser? Da schwimmt doch was auf dem Wasser, was ist das denn? Und sie dann raus, weil Neugier, ne, ist ja klar. Er hatte sich am Ufer, hatte sich was verfangen. Und dann guckt sie, oh, und fischt das raus aus dem Wasser und denkt, oh, wie schade. Und zwar das schönste Spitzentuch, was Clara je gemacht hat, das sie auch selber immer benutzt. Und zwar ein weißes Spitzentuch. Das setzt sie sich, wenn sie in der Kirche, Clara ist sehr gläubig, die geht ja jeden Sonntag in die Kirche. Und dann setzt sie sich dieses Tuch über, zieht sie sich so über eine, ach, oh, und dann. Adele sagt immer Clara, wenn sie dann so losgeht, dann sagt sie immer, oh Clara, du siehst aus wie, als wenn ich in Venedig in Dings, ne, mit den Frauen. Sie fand das modisch, sie fand das schön und die Frauen haben immer gesagt, du siehst klasse aus damit. Und dieses schöne Spitzentuch lag jetzt in dem Teich. Und sieht Adele dann sofort ins Haus und dann gerufen, Clara, Clara, bist du? Oh, Clara kam bei Gisela aus der Küche, ja, was ist denn los? Und dann sagt sie, dieses triefnasse Tuch, jetzt guck doch mal, Clara. Und Clara, oh mein Tuch, was ist denn passiert? Ja, das habe ich aus dem Teich gefischt. Wie ist es denn in den Teich gekommen? Clara war und dann, oh, und jetzt muss ich erstmal mein Tuch, das muss jetzt gewaschen werden und das muss jetzt gespannt werden und dann muss ich mal gucken. Und dann, Clara war gleich schon so ein bisschen aufgeregt und macht und tat. Ab in die Waschküche. Und Adele denkt, ey, ja. Ne? Das war wieder, Clara erinnert sich nicht. Wahrscheinlich hat sie gedacht, wer weiß was, oder sie wollte es nicht. Irgendwie landete dieses Teil dann im Teich. Ja, sagt Adele auch zu den anderen so hin und wieder mal. Naja, ach, sagt Henriette, sagt dann so: Du, Adele, meinst du nicht, wir sollten ihrer Tochter Bescheid sagen? Weil ist ja die einzigste Tochter, die sie hat, und wir könnten ja auch mal Bescheid sagen. Vielleicht, kümmert sie sich dann auch noch ein bisschen um ihre Mama. So sagt Adele, wenn du meinst, ich halte ja nicht viel davon. Ich glaube, die hieß Melanie, ne? Kann sein, dass sie mit den Namen, also wir nennen sie jetzt Melanie. Du weißt ja, dass ich mit der nicht so gut klarkam. Du weißt ja, die hat die Clara hier einfach vor die Tür gestellt mit dem Koffer und hat gesagt, auf Wiedersehen, ne? Die ist depressiv, die können wir nicht hier brauchen. Ja, sagte Henriette, ist schon, aber nichts, du darfst nicht vergessen, es ist das einzigste Kind. Ja, sagt Adele, hast du völlig recht, ruf an. Ja, Henriette ruft dann an bei der Melanie und die Melanie am Telefon, oh, oh, wie traurig, oh, wie schade, ich komme die Tage, ich muss die Mutti dann mal besuchen. Okay.
Dann Henriette dann zu Adele, du, das war ein super Telefongespräch. Die war so freundlich und nett und besorgt um ihre Mama. Adele, ernsthaft? Kann ich mir gar nicht vorstellen bei der. Doch, alles gut. Na ja, sagt Adele, wenn das dann so ist. Jeder Mensch kann sich ändern, jeder hat eine zweite Chance verdient, alles ist gut. Denkt auch gar nicht so weiter drüber nach, ne? So, es vergehen 2, 3 Tage, da klingelt es an der Tür. Natürlich vorher nicht angemeldet. Typisch Melanie. Ja, die Adele macht die Tür auf und sieht dann, ja, ich wollte meine Mutter besuchen und ja, dann komm mal rein, ne? So, die Gisela, die hat einen frischen Pflaumenkuchen gebacken. Wir können Kaffee trinken, du bist herzlich eingeladen. Ja, hat sie dann gesagt, ne? Und sich dann schon mal kackenfrech an den Tisch gesetzt. Und Adele wunderte sich schon, wieso fragt die nicht nach ihrer Mutter? Warum sagt die nicht, ich möchte meine Mutter besuchen? Das hat sie ja gesagt, aber wo ist die und wo kann ich sie jetzt finden? Nee, keine Dinge. Sie saß bräsig am Tisch und wartete auf ihren Kaffee und Kuchen. Und Adele, naja, okay. Sie dann in den Garten runter und rief nach Clara. Clara, komm, deine Melanie ist hier. Und Clara, sofort die Hände ab, ne, am Rock und so. Und das Sonnenhütchen so ein bisschen fein gemacht und dann kam es dann, ne, das kleine Persönchen, kam es dann schnell den Gartenweg hoch und ach, es freute sich. Und sie geht dann in die Halle, also in den Esswohnraum. Melanie sitzt am Tisch und hallo Melanie, ich freue mich ja, dass du. Ja, hallo Mutter. So, ich habe gehört, du bist krank. Gar keine Begrüßung, kein Umarmen, kein gar nichts. Clara stand dann da schon wieder wie so ein Häufchen Elend. Und Adele denkt, oh, ich könnte die Melanie so. Naja, auf jeden Fall, sagt Adele, sagte Clara, nö, ich bin nicht krank, mir geht's doch gut. Ja, ich habe einen Telefonanruf bekommen, dass du Demenz bist. Und Clara guckt Adele an und Adele rollt mit den Augen und sagt, Melanie, da hast du was Falsches verstanden. Deine Mutter hat Anzeichen einer Demenz. Das heißt nicht, dass sie schon demenzkrank ist, dass sie nicht mehr weiß, was sie tut oder wer sie ist. Das ist ein großer Unterschied und mach dem Mann keine Sorgen, wir kümmern uns schon. Ihr braucht euch nicht kümmern. Clara wohnt hier, natürlich kümmern wir. Nein, meine Mutter wohnt hier nicht mehr länger, die nehme ich mit. Ah, nee, sagt Clara, ganz bestimmt nicht. Und wozu, sagt Adele, wozu willst du sie mitnehmen? Weil du hast sie hier vor der Haustür bei mir abgestellt mit der Begründung, wieso? Die ist doch depressiv, da kümmert euch mal drum. Und jetzt kommst du hier hin und willst deine Mutter mitnehmen? Kommt überhaupt nicht in Frage. Melanie, das werdet ihr noch sehen. Steht auf, ohne ihre Mutter zu beachten. Die hat die nicht einmal angefasst, nicht einmal gedrückt, nicht einmal irgendwas gemacht, marschiert die zur Tür raus. Oh, und Adele denkt, oh, was haben wir Clara nur angetan, damit, dass wir diese Frau überhaupt angerufen haben. Wie fürchterlich. Und Clara laufen auch schon wieder die Tränchen runter. Es sitzt da. Ach komm, sagt Adele, nun setz dich schon. Liebes, jetzt trinken wir einen Kaffee, wir essen einen Pflaumenkuchen und sei nicht traurig. Ne? Du weißt doch, wie sie ist. Ne? Wir vergessen das einfach wieder. Wir leben unser Leben weiter und alles ist gut. Wir kümmern uns um dich. Ne? Alles ist doch schön und tutti. Eine Woche später gibt's Post. Da hat das Ass doch tatsächlich beim Gericht und mit dem Rechtsanwalt beim Gericht ein Entmündigungsverfahren eröffnet. Mit der Begründung, ihre Mutter wäre dement und könnte nicht mehr für sich selber sorgen. Clara kommt aus dem Weinen im Moment nicht mehr raus. Und die Frauen voller Wut. Adele sagt, die darf jetzt nicht vor mir stehen. Ich, boah, was machen wir? Dann sagt Murat, Adele, du hast, dein Mann hatte doch die Firma, ihr habt doch einen Firmenanwalt. Frag doch mal. Frag doch mal, ob der einen Kollegen hat, der Familienrecht macht oder auch so Entmündigungssachen und alle solche Sachen. Das ist eine gute Idee, sagt Adele.
machen wir. Und ja, gesagt, getan, ne? Angerufen. Und der Rechtsanwalt dann, ja, Kollege so und so, Namen habe ich vergessen. Naja, auf jeden Fall die Frauen, Clara ins Auto und ab zu dem Rechtsanwalt. Und der Rechtsanwalt sagt, das muss ja einen Grund haben. Wenn Sie, wie Sie mir Ihre Tochter beschreiben und wie Sie die ganze Situation beschreiben, hat diese Frau einen Grund. Den muss ich erst mal rausfinden, sagt er. Und dieses Entmündigungsverfahren, so einfach ist das nicht. Da muss schon einiges passieren. Clara sagt dann gleich zu dem Rechtsanwalt, wissen Sie was? Ich möchte gerne einen Vormund. Und ich möchte gerne, bevor ich es nicht mehr weiß, was ich tue, möchte ich den noch selber bestimmen. Da sagt der Rechtsanwalt, können wir gerichtlich, wir machen, ich mache das alles fertig. Und dann hat sie gesagt, ich möchte gerne Adele als meinen Vormund und auch die anderen Frauen. Ja, es geht aber nur ein. Aber tragen Sie bitte die anderen mit ein. Dass sich keiner benachteiligt oder keiner möchte. Ja, gesagt, getan. So, die Frauen fahren wieder nach Hause. Clara hat das Vormundschaftsverfahren selber bestimmt, hat das auf den Weg gebracht. Und der Rechtsanwalt forscht erstmal nach, was will die Melanie denn wohl damit bezwecken, ihre Mutter zu entmündigen. Weil ist ja nichts. Ja, denkst du? Der Hauskauf, denn die Melanie war ja schon immer scharf auf das Haus gewesen von der Clara. Das Hausverfahren zum Verkauf war noch nicht abgeschlossen. Die Verträge und die Grundbucheinträge waren noch nicht unterschrieben. Und sie würde gerne, wollte sie ja schon die ganze Zeit in dieses Haus. Und dann hat sie sich gedacht, warte, die Alte ist dement. Die darf nicht mehr schreiben oder irgendetwas machen. Die entmündige ich jetzt und dann habe ich mein Haus. Ja, da hat sie aber mit den anderen Frauen nicht gerechnet und auch gar nicht mit ihrer Mutter. Die ist ja die Anfänge. Das heißt ja nicht, dass sie sofort nichts mehr weiß. Auf jeden Fall hat sie nicht mitgerechnet, ne? Dass das anders ist, dass jetzt ein Vormund, also der Rechtsanwalt, ihr dann natürlich geschrieben hat. Ja, liebe Frau. So und so, so einfach ist das nicht. Ihre Mutter hat ein Verfahren eröffnet. Sie möchte gerne einen Vormund haben, der vom Gericht bestimmt wird, gemeinsam mit ihrer Mutter, dass die Adele ist. Ja, und sonst niemand. Von wegen hier entmündigen und das alles ist nicht mehr. Ah, oh, und die Frauen kriegen ja immer einen Durchschlag, ne, von den Rechtsanwälten und den Gerichten und so. Und die, die blöde Kuh. Aber da hatten die auch mit der Melanie nicht gerechnet. Oh, die arme Clara, also wirklich. Auf jeden Fall, es dauert wieder 2, 3 Tage. Da knallt das an der Tür und die wie eine Irre ballert die vor der Haustür von Adele. Und als die aufmacht, da schmeißt die die Tür in die Dings und rauscht an ihr vorbei. Wo ist meine Mutter? Genau wie das eine Mal. Und Clara kommt, also genau wie das letzte Mal um die Ecke. Und wenn Murat nicht da gewesen wäre, also Adele hat gesagt, ich glaube, die Tochter hätte hier eine gefenstert. Die war so, was bildest du dir ein? Und die war so böse und hat ihre Mutter so beschimpft. Und klar, und wir wissen doch, es ist doch nur so ein kleines, ne? Und es stand da, so ein kleines, zartes, es stand da. Die Tränen kullerten schon wieder. Und Murat dann, jetzt habe ich dich. Dass Adele doch gesagt hat, Murat, tu nichts, was wir nicht tun würden. Mach bitte nichts, du weißt ja, ne? Als Mann eine Frau. Ich tu dir nichts, sagt er. Und die Melanie so hinten an ihrer Jacke. Raus. Aber sofort raus. Tür zu und wir wollen nichts mehr mit dir zu tun haben. Wach es dir nicht, nochmal wiederzukommen. Ach, und dann hatten die Frauen erstmal 2, 3 Tage zu tun, um die Clara wieder zu. Und Henriette sagt, ach, Adele, hätte ich das bloß nie gemacht. Ich werde nie wieder bei dieser Frau anrufen. Was für ein undankbares Miststück. Diese Tochter, wirklich. Ein undankbares Miststück.
Alles war okay. Ein paar Wochen später waren die Unterschriften geleistet für den Hauskauf. Also es, ne, die Käufer hatten das Haus gekauft. Das Entmündigungsverfahren war vom Tisch. Adele war für die Clara als Vormund eingesetzt, falls es dann schneller, schlimmer wird. Und alles war wieder in Ordnung. Wirklich. Das war eigentlich die Geschichte, die Anschlussgeschichte an die Sache von letzter Woche. Was, warum eine Schaufensterpuppe im Kanal liegt, warum also Zuckerpyramiden und Joghurtbecher und alle das passiert ist, wissen wir jetzt, dass unsere Clara hin und wieder Aussetzer hat. Und ja, das ist die Geschichte, die diese Woche da ist. Ich werde ab nächste Woche mir mal so ein paar Notizen machen und um diese Notizen werde ich eine Geschichte konstruieren. Weil es ist ja auch so, Adele entsteht ja in dem Moment in meinem Kopf. Es ist ja nicht aufgeschrieben oder irgendwas, sondern wenn ich mich hier hinsetze und mit euch unterhalte, dann erfinde ich diese Geschichte gerade. Es sind ein paar Wahrheiten vielleicht dabei, die ich selber schon erlebt habe oder gehört habe. Die Namen und die Personen sind alle fiktiv, die gibt es nicht. Also auch selbst die Namen, wenn jemand namens Clara unter Demenz leidet, ich kenne diese Person nicht. Das ist dann ein dummer Zufall. Also es ist alles in dem Moment erdacht und das ist eigentlich ziemlich schwierig, ja? Und ich habe mir gedacht, ich will mal gucken im Urlaub jetzt, dass ich mir so ein paar Notizen mache und dann um diese Notizen herum eine Geschichte konstruiere. Jawohl, so machen wir das. Ich wünsche euch alles Gute für den Rest der Woche. Strickt was Schönes, genießt die Sonne und die Wärme noch. Ja, bleibt bitte, bitte gesund. Ja, mehr habe ich eigentlich nicht. Donnerstag sehen wir schon wieder zur Wollvorstellung. Ich wünsche euch alles, alles Liebe, alles Gute. Bleibt so, wie ihr seid, so seid ihr gut. Und ich freue mich auf Donnerstag. Bis dahin, tschüss.